Hey Leute, es geht darum, und zwar, ihr habt mich gefragt. Die Frage kam sehr oft auf Instagram, stellt sehr viele Fragen. Freut mich sehr, ich versuche immer jedem irgendwie grob zu antworten, wie ich schaffe. Meistens, glaube ich, gelingt mir das ganz gut. Ihr habt die Frage gestellt, meine Front löst sich schon nach 3 bis 5 Tagen. Was soll ich tun? Was kann ich aktiv tun? Wie verklebe ich richtig? Wie verklebst du eigentlich? Und ich möchte gucken, dass ich euch in dem Video vielleicht ein bisschen helfen kann oder einfach nochmal Informationen für alle nochmal geben kann, bevor ich jetzt jedem auch sowieso auch noch einzeln antworte, was ich gemacht habe. Aber trotzdem könnt ihr dann dieses Video vielleicht, wenn es dann eure Fragen erstmal beantwortet hat, teilen, weitersagen, liken und einfach dranbleiben. So, also auf jeden Fall ist es erstmal so, wie verklebe ich richtig? Das ist eigentlich die Frage, um dann darauf hinzukommen vielleicht, was mache ich falsch, was mache ich anders, was kann ich tun? Meines Erachtens gibt es für mich hingegen nur 2 Arten von richtig verkleben. Ihr könnt eine Vollverklebung machen, bedeutet mit Flüssigkleber arbeiten. Das macht eigentlich in meinen Augen nur dann Sinn, solltet ihr eigentlich machen, wenn ihr Folie tragt. Das ist aber eine Klebetechnik, die ist eher zu empfehlen für die Profis unter euch, weil es ziemlich schwierig ist, dieses System dann ja auf den geklebten Kopf gleichmäßig und gut abzurollen, so dass es dann sitzt, weil wenn es dann einmal ja sitzt, sitzt es ja. Das ist natürlich schon eine Technik, die solltet ihr, wenn ihr das gerne wollt, euch Hilfe holen und auch selber ihr solltet selber Erfahrung haben im Tragen von meinem Hasenhemd. So. Zu Hause kann das schon sehr, sehr Desaster sein. Und gerade Haltbarkeit habe ich heute tatsächlich von vielen Leuten gehört. Aus der Kundenbubble, wo ich mich mal damals auch mal so umgehört habe, als ich selber neu war, dass das tatsächlich auch echt gut hält, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, weil ich ja weiß, weil ich eine Zeit lang, als ich anfing mit Haarsystem, habe ich meine Front mit Flüssigkleber verklebt und der hat gute 5 bis 7 Tage gehalten, ne? Mit, darf man nicht vergessen, viel Sport und Schwimmen und so, das ist ja auch schon sehr, ne? Und deswegen konnte ich mir das nicht so gut vorstellen, wenn ich Flüssigkleber auf meinen ganzen Kopf aufmache. Die andere Alternative ist natürlich, ihr macht, beziehungsweise es gibt eigentlich 3 Tipps, okay. Die andere Alternative ist Vollverklebe mit Tapes, dazu gehöre ich. Und die dritte Alternative ist Vollverklebe mit Tapes und die Front vorne nur mit Flüssigkleber. Das sind so 3 Alternativen, die es gibt. Bei der Vollverklebe mit Tapes ist für mich die beste, weil, habe ich die beste Erfahrung gemacht, weil die Front hält tatsächlich bei mir gerade und bei den meisten Kunden, die ich damals selber gefragt habe, aber was ich jetzt auch über meine Stylisten weiß und höre und über den Austausch im Allgemeinen, was man einfach so hört, ist, Vollverklebung mit Tapes ist einfach bei den meisten sehr, sehr, sehr beliebt. Ich nutze das auch sehr gerne. Erstens, weil die Haltbarkeit super ist, also wir kommen gerade mit Folie easy und das ist auch das höchste der Gefühle, 2 Wochen hin. Alles andere ist ein bisschen eklig, finde ich. Nicht, weil das Haarsystem dann irgendwie eklig ist, sondern einfach, was da drunter passiert. Also ihr dürft nicht vergessen, der Kleber, also die Tapes und so, fangen ja an, nach einer Woche weicher zu werden. Bis sie sich dann ja so verschmieren, wo man selber das auch Gefühl hat, ich muss dringend wechseln, es fühlt sich eklig an. Und man selber fühlt sich ja auch eklig an, man möchte die Kopfhaut muss gewaschen werden. Ihr versteht. Außerdem halten die Tapes echt gut und ihr verklebt natürlich alles mit Tapes, also auch die Front vorne einmal ganz rum. Und natürlich wichtig ist, das mache ich auch und das habe ich auch in vielen Videos gesehen, machen nicht alle Leute, setzt euch gerne mit Tapes Anker auf den Kopf. Ich mache das immer entweder bei Folie, ist es eigentlich wurscht, tatsächlich, ob ihr auch die kleinen Small Tapes Plus, die nutze ich, die Stärke Haltbarkeit haben, ob ihr die nutzt und baut euch da Anker auf den Kopf auf oder ob ihr die großen nehmt. Die habe ich auch eine Zeit lang genommen, könnt ihr dann hier 2 setzen und einen quer oder ihr setzt hier hinten 2 und hier nochmal so ein oder so. Das bleibt euch überlassen, aber das würde ich euch empfehlen. Bei Lace hingegen solltet ihr solltet ihr auch nehmen. Ich würde bei Lace euch empfehlen, dass ihr, wenn ihr Anker wollt, euch die Small Tapes Plus nehmt und die großen nicht. Bei den großen habe ich damals auch genommen. Waren auch gut. Ich habe aber von ein paar Stylisten aber auch die Erfahrung gemacht, gehört, dass die mit der Lace nicht so ganz kompatibel sind.
in Form von Haltbarkeit und so. Also versucht da mal die Spall Tapes Plus zu benutzen, wenn ihr Lace tragt. Oder beziehungsweise einfach die normalen Tapes nehmt, die ihr sowieso auch nehmt für die Lace. Genau. Und die Front vorne natürlich auch Tapes. Und jetzt kommt dieser Kniffler, wenn dann natürlich mal die Front abgeht, auch bei einer Vollverklebung, also die wird niemals abgehen, dass sie so hochfliegt, also das wird niemals passieren, sage ich euch auch immer in den DMs. Es kann immer sein, dass ihr fingernagelbreit sich das leicht so hebt, so, und dann kann man entweder so leicht drunter gehen oder sie auch leicht anheben. Entweder ganz easy sein, drückt ihr es einfach wieder fest. Meistens hält das dann, also es hält sowieso aber so fest. Und wenn das dann aber selbst das Festdrücken nicht mehr so gut funktioniert, macht ihr Folgendes. Entweder habt ihr zwei Optionen. Die eine Option ist, ihr lasst sie unten und nehmt euch Flüssigkleber, entweder auf den Q-Tip und macht es leicht runter und wartet natürlich, bis der durchsichtig ist. Ganz wichtig, warten, bis er durchsichtig ist. Im Rahmen der Möglichkeiten. Und wenn ihr nicht so lange warten könnt, föhnt ihn kalt an. Bitte kalt, 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 kalt anföhnen. Habe ich euch auch gesagt, wenn ihr neu verklebt und ihr habt auch den Hold Extender, ihr macht den drauf, immer bitte kalt anföhnen. Alles, was ihr, wenn ihr den warm anföhnt, dann wird der Kleber halt flüssig, weich. Also, kalt anföhnen, wichtig. Denn damit kann man auch schon viel vorbeugen wegen der Haltbarkeit. Und bitte danach nicht den Kopf waschen. Also 24 Stunden bitte warten, also kein übernatürliche Schwitzen wird, also durch Sport, Sauna, Schwimmen gehen, duschen. Also der Kleber muss wirklich 24 Stunden aushärten, so sagt man das, damit ihr das volle Klebeerlebnis habt, also damit die volle Haltbarkeit wirklich auf der Kopfhaut existieren kann. So, und das ist wichtig. Denn diese Schritte solltet ihr wirklich beachten, essentiell. Wenn ihr dann die Tapes, mit dem Q-Tip runtergehen und dann kalt anfühlen, festdrücken, fertig. Wenn das jetzt aber ein größeres Problem sein sollte, ich sag doch irgendwie, hält das vielleicht nur noch einen Tag, dann habe ich wieder das gleiche Problem, dann einfach mit dem System Remover, man wechselt den immer gleich, das sieht so aus, einfach die Front nehmen und hier vorsichtig drunter sprühen. Und dann gerne auch mit einer Haarklammer, die ihr dann bei dem ersten Mal ja schon von OC oder wo auch immer ihr euer Haarzimmer holt, völlig wurscht, nehmen und leicht hochstecken und gerne dann eben die Kopfhaut reinigen. Dass ihr einfach im Härtefall sagt, ich nehme jetzt den System, den Skin Cleaner und ihr säubert wirklich diese vorne die Front und verklebt dann neu. Entweder sagt ihr, okay, ich habe noch eine Woche zu bestehen. Dann probiert ihr mal nur Flüssigkleber und das geht auch. Oder ihr klebt einfach Tapes drauf. Ihr könnt natürlich für die Tapes, die Small Tapes Plus, entweder auf die vorne, wenn ihr schon gut könnt, auf die Front, auf die Haut gleich aufkleben. Vor vielleicht mit so einem Kajal, mit diesem weißen Kajal, ist das Kajal, mit dem weißen, ja doch, mit dem Kajal oder Kajal einfach nachmalen, dass ihr wisst, wo hört es auf. Das ist aber schon ein bisschen schwieriger. Ansonsten ist es immer einfacher, die Tapes einfach von der Front vom Haarsystem, gerade bei Folie ist das sehr leicht. Also wesentlich einfacher dann zu reinigen, als finde ich persönlich als bei Lace. Deswegen empfehlen ja auch immer die Stylisten am Anfang für die Neulinge immer Folie zu nehmen. Einfach dann mit dem System Cleaner vorsichtig dann die Front, diese Tapes abzumachen. Und dann einfach neue einfach ranzukleben, könnt ihr auch machen. Da eignet sich auch gut, habe ich eine bessere Haltbarkeit erlebt, gerade wenn ich selber gewechselt habe, die größeren gebogenen L-förmigen Tapes zu nehmen, statt die kleinen Small Plus zu nehmen, gerade für die Front. Die großen habe ich das meiner Erfahrung nach halten, bei mir sogar noch ein bisschen besser als die Small Tapes Plus. Genau, diese Option habt ihr. Ansonsten müsstet ihr das Haarsystem, wenn ihr das sagt, nein, no way, macht jetzt einen ganzen Wechsel. Aber eigentlich sollte das ganz gut funktionieren. Ich zeige euch das aber auch nochmal in einem extra Video. Hat sich auch mein Stylist auch gewünscht. Mache ich auch noch.
Ist aber letztes Mal, wollte ich es ja gerade drehen, aber dann war eine Speicherkarte, das hat mit dem Überschreiben der Daten nicht, leider nicht funktioniert, da war leider ein Fehler. Sonst hättet ihr das Video schon längst gehabt. So. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, und das würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr nochmal Fragen habt und sagt, ey, ich komme wirklich nicht weiter, und bevor ihr das alles ins Korn schmeißt, die Flinte, bucht euch einen Termin bei OC oder bei, wenn ihr das Glück habt, dass euer Hersteller einen Salon hat, fahrt dahin und klärt das mit euren Stylisten nochmal und die finden mit euch nochmal im besten Falle eine neue Lösung, die für euch am besten halt passt. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch jetzt schon mal grob ab die Fragen hier beantworten könnte. Also Fazit ganz wichtig, wenn ihr System den Hold Extender benutzt oder den Skin Protector, wirklich wichtig, auch auf der Lace wichtig, dann bitte kalt anföhnen. Auch der Flüssigkleber bitte kalt anföhnen. Alles, was ihr warm anföhnt, wird wieder weich und kann halt nicht die Klebekraft entfalten. Und es kann nicht wirklich trocknen. Und dann bitte auch 24 Stunden warten mit Sport und mit Duschen. Also mit richtig, also Duschen ja, aber nicht Haare waschen. Und wenn ihr euren Körper duscht, vielleicht dann nicht ganz so heiß, dass irgendwie, also ihr solltet halt, dass der Kopfbereich nicht zusätzlich irgendwie nochmal extremer schwitzt, als man jetzt natürlich schwitzt, wenn man zum Wechselservice geht oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Darauf einfach achten, damit könnt ihr schon viel vorbeugen. Und gerne auch sonst nochmal, bevor ihr das Haarsystem drauf macht, gerade wenn ihr eine sehr schnell fettige Kopfhaut habt, die super schnell fettet und deswegen sich die Front auch löst, gerne bevor ihr das System drauf macht, mit Alkohol, also mit, ihr könnt den System Remover nehmen, ich glaube sogar den System Cleaner, wo der ist dann wahrscheinlich, zu fettig. Den Remover, also und dann Kopfhaut mit einsprühen, das kann vielleicht kurz ein bisschen brennen, aber nicht doll, aber dann ist die Kopfhaut nochmal ein bisschen entfettet. Das ist gut. Also, wenn ihr Fragen habt, genau, immer rein damit, folgt mir gerne rein für mehr solche Videos zum Thema System. Ciao.